Für den Virtual Boy erschien während seiner kurzen Lebenszeit kein klassisches Mario-Spiel. Aber Nintendo brauchte natürlich einen großen Titel, um das System zu bewerben. Da hat er sich ja auf den Game Boy Marios böser Gegenspieler Mario doch mittlerweile etabliert. Also wieso sollte dieser seine Reise nicht auf dem neuen System fortsetzen? Wie schlägt sich der Ableger? Wird das Spiel seinem guten Ruf gerecht? Was taugt Virtual Boy Wario Land für den Virtual Boy heute noch? Das Spiel erschien 1995 in Japan und Amerika. Entwickelt wurde es von Nintendo, eigenen Studio R&D1 und natürlich auch selbst veröffentlicht. Die Hintergrundgeschichte ist natürlich ziemlich einfach, genauso wie seine Gameboy-Vorgänger. Im Prinzip ist Wario mal wieder auf Schatzsuche und kämpft sich durch ein gefährliches Höhlensystem. Auch dieses Wario Land ist natürlich ein klassischer Plattformer und im Prinzip eine Weiterentwicklung der Wario Land-Teile auf den Gameboy. Das heißt, Wario bewegt sich natürlich etwas schwerfälliger als sein Klempner-Gegenpart. Gegner könnt ihr umrammen oder klassisch durch einen Sprung auf den Kopf erledigen, vorausgesetzt sie haben dort keine Stacheln oder ähnliches. Auch bestimmte Blöcke könnt ihr auf diese Art wegkloppen. Ein Wario Land wäre natürlich kein Wario Land ohne seine verschiedenen Power-Ups, die hier wieder die verschiedenen Hüte sind. Verliert ihr ein Power-Up, werdet ihr dann ähnlich wie Mario erst einmal klein und bei einem weiteren Treffer verliert ihr ein Leben. Kennt ihr alles. Eine wichtige Frage, welche Hüte gibt es denn hier? Da gibt es verschiedene. Mit dem Drachenhut könnt ihr zum Beispiel Feuer speien oder mit der Adlerkopfbedeckung könnt ihr in einen Gleitflug übergehen oder in der Luft dashen und so weiter. Die Fähigkeiten müsst ihr natürlich hier und da auch mal an bestimmte Stellen einsetzen. So gibt es zum Beispiel Blöcke, die ihr nur durch eure Flammenattacke zerstören könnt. Auf diese Weise geratet ihr dann hier und da zu versteckten Abschnitten im Level, wo dann die Goodies auf euch warten. Aber apropos Level, die sind der eigentliche Star des Spiels. Diese sind nämlich fantastisch offen und verzweigt und abwechslungsreich gestaltet. Ihr müsst nämlich nicht einfach dröge zum Levelende marschieren und damit ist gut. Nein, ihr müsst zuerst einen Schlüssel finden und dieser ist nur in den ersten Abschnitten auch leicht zu entdecken. Später müsst ihr alles genau erkunden und kleinere Rätsel lösen. Da ihr das machen müsst, geht ihr automatisch mit offeneren Augen durch die Level und das lohnt sich auch, da es ständig irgendwo etwas zum Entdecken gibt. Das Erkunden hat mir selten so viel Spaß gemacht wie in diesem Spiel. Alle paar Level kommt natürlich wie gewohnt ein Boss und diese hier sind auch natürlich nochmal super präsentiert. Die Kämpfe sind durchaus knifflig, aber wie üblich lernt man die Muster, geht das denn alles. Zwischen den Level habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, euch zusätzliche Herzen und Münzen durch Glücksspielchen zu verdienen. Sprechen wir aber nun den Elefanten im Raum an. Wie ist der 3D-Effekt umgesetzt worden? Ich würde sagen, vorsichtig. Es gibt hier und da Elemente, in denen ihr den Hintergrund springen müsst, um dort etwas zu erledigen oder Hindernisse im Vordergrund zu umgehen. Aber die gute Nachricht, das lässt sich aber auch ohne die originale Hardware spielen. Die Grafik ist einfach der Hammer. Der 3D-Effekt hält sich bei dem Ganzen eher zurück, aber das ist nicht weiter schlimm. Die Level sind sehr liebevoll und aufwendig gestaltet und die Animation klasse geraten. Auch der Sound gehört definitiv zu dem besten, was das System zu bieten hat. Technisch zeigt das Spiel, was der Virtual Boy alles leisten kann. Was taugt Virtual Boy Wario Land für den Virtual Boy heute noch? Es ist ein fantastisches Spiel. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Es ist einfach nur abwechslungsreich und schön gestaltet. Schade, dass es nur auf diesem kuriosen System erschienen ist und daher wenigen bekannt sein dürfte. Ihr solltet das Spiel auf jeden Fall mal anspielen. Das geht zum Glück auch ganz gut auf einen Emulator, da der 3D-Effekt zwar nett ist, man das Spiel aber auch ganz gut ohne zocken kann. Spielt hier mal auf jeden Fall rein. Das war der Test zu Wario Land für den Virtual Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.